Hallo meine Freunde, ja und schon das nächste Video und wie kann es anders sein, es ist ein Gehäuse, ja und ihr habt ja schon gelesen, welches es ist und wir packen es jetzt gemeinsam aus, das heißt ich habe schon mal wenigstens aus dem Karton geholt, für mich ist es auch noch eine Premiere, ich habe also vorher auch noch nicht reingeguckt, ja, was ich schon mal entdeckt habe ist hier, so eine Metallblende und da fallen mir gerade noch ein paar Schräubchen runter. Gucken wir mal. 2,5 HDD oder CD-ROM. Und hier steht nichts drauf. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück von da. Da steht aber nichts drauf. Gut. Und mir fällt hier so eine Blende entgegen. Schön aus Metall, sehr stabil. Und zwar kann man mit der Blende 420er Lüfter in der Front montieren. Weil sonst kann man, glaube ich, nur 220er und 80er. Mit der Blende hier kann man aber 420er. Ja, schauen wir uns aber jetzt alles gemeinsam an. Das ist mir direkt schon mal aufgefallen. Dann legen wir das schon mal so ein bisschen auf Seite. Dann nehmen wir mal hier den Schaumstoff runter. Hops. So, dann sehen wir schon die Unterfront. Hier haben wir die Folie. Dann drehen wir es mal rum. Hoffentlich passt es auf meinen Teller hier. Hops. Ja, einige hatten ja geschrieben, sie würden mal gerne so einen Tisch sehen, aber soweit sind wir leider noch nicht. Und ich glaube, hier der Drehteller, passt er nicht zum Vorführen? Ja, er müsste passen. Hier sehen wir schon mal die Front. Ja, und da ist das Gehäuse. Schauen wir uns das gemeinsam einfach mal an hier. Ja. Also, wir haben hier schon mal das Panel, das sitzt hier auf der rechten Seite. Ja, da haben wir zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofon, einen Reset-Testtaster mit einem LED-Ring und hier haben wir eine Lüftersteuerung mit 3 Stufen. Ja, dann haben wir hier Glas, dann haben wir in der Front Glas und wir haben an der anderen Seite auch Glas. Ja, jetzt denken natürlich viele, warum Glas auch an der Seite, die sieht man nicht. Ja, das Schöne ist ja bei dem Gehäuse, man kann das Pedal tauschen und dann hat man es auf der Seite stehen, hat seine Bedienungselemente und hat dann auch hier eine Glasscheibe drin. Ja, so, das kann man also tauschen, das Ganze, so wie ich das hier sehe. Und wir haben hier oben, sehe ich gerade, ich hoffe ihr seht, auch einen sehr guten Druckpunkt, einen Ein- und Ausschalter. Ich gehe mal hoch, dann könnt ihr das glaube ich besser sehen. Und der hat auch, glaube ich, einen sogenannten LED-Ring. Das müssen wir uns dann anschauen, wenn es in Betrieb genommen wird. Ja, wir haben an den Glasscheiben, die wirklich sehr dick sind, das scheint mir 4 mm zu sein, das ist wirklich sehr stabiles Glas, so wie es aussieht, haben wir 4 Rändelschrauben, die das Glas halten. Dann gucken wir mal an der Rückfront, da scheint uns hier ein 120er Lüfter vorinstalliert. Ja, dann haben wir hier die Erweiterungsblenden, die kann man hier mit einem Schieber öffnen und das Ganze dann hier rausnehmen, Grafikkarten rein und so weiter. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 7 Erweiterungsblenden oder Slots, wie viele sagen. Ja, dann sitzen hier oben noch 4 Schrauben. Wofür die sind, müssen wir gleich vom Innen gucken. Hier kommt das Mainboard hin. Wir haben natürlich hier oben sehr viel Platz über dem Mainboard. Das heißt, holen wir gleich mal einen Zollstock, messen wir mal, was wir da an Platz haben. Hier sehe ich gerade noch eine Öffnung, das könnte noch für einen 80er Lüfter sein.
Könnte aber auch doch ein 80er, sieht aus wie ein 80er. So, dann kommen wir an die Seite auch nochmal. Vier Rändelschrauben. Dann versuchen wir das Ganze mal auf die Rückseite zu stellen. Und dann sehen wir den Boden. Da sehen wir hier nochmal vier Entkopplungsgummis. Ob es nochmal für eine Festplatte sein soll, könnte sein, aber dafür ist es eigentlich zu schmal. Aber so rum, ja, so längs. Ja, da könnte also nochmal eine 3,5 Zoll Festplatte hin, von innen natürlich. Hier haben wir Ausschnitte für ein Ausgleichsgefäß, für eine Wasserkühlung. Hier auch, könnte man auch hier hin machen, so wie ich das sehe. Hier sind also auch vier Schrauben jeweils. Also hier kann man wirklich schön wasserkühlungstechnisch einiges einbauen. Wir haben hier einen Staubfilter, der ist aber nicht fürs Netzteil, sondern für einen Zusatzlüfter, der hier noch wahrscheinlich in der Kammer reinkommt. Ja, dann haben wir hier unten eine große Öffnung. Ja, und da sehe ich auch schon Staubfilter, die kann man wahrscheinlich hier vorne abnehmen, die Front. Ja, machen wir das als erstes mal. Nehmen wir mal die Front hier ab. Die kann man einfach abziehen, das ist sehr schön. Das Glas ist also hier genauso dick und massiv, die ist sehr schwer, diese Front. Auch Glas. Und das Ganze ist hier wie so ein Komplettrahmen zusammengemacht. Das finde ich sehr schön. Hier an der Seite haben wir Staubfilter. Die können wir sogar rausnehmen und sauber machen. Das finde ich sehr schön. Ist eine sehr gute Lösung. Da muss ich nicht das ganze Gehäuse oder so. Die werden hier reingeklemmt. Die kann man rausnehmen, schön sauber machen, mit dem Pinselchen rausmachen. Also das finde ich auch sehr schön. Also da muss ich dazu sagen, ja. Der einen Ausschalter sitzt ja hier oben. Sieht man hier, ist hier oben fest. Ja, aber das gefällt mir hier sehr gut. Ja. Ja, Fingerabdrücke, klar, aber da ist natürlich klar, müssen wir dann einmal schön abwaschen, wenn man fertig ist. Wir legen es mal hier hinten rüber. Dann schauen wir mal hier weiter in der Front. Da haben wir also hier Staubfilter. Und hier auch nochmal Staubfilter. So. Also, dann haben wir hier, das sieht aus, als wenn man hier ein Laufwerk verstecken könnte. Also kein offenes, also kein sichtbares Laufwerk. Das liegt ja hinter der Glasscheibe. Aber das ist eine Blende zum Rausbrechen. Also ich schätze, hier kann man wirklich ein DVD-Laufwerk, DVD-Brenner hinter der Front verstecken, weil so oft braucht man es ja vielleicht nicht. Hat sich vielleicht jemand mal Gedanken gemacht, dann kann man das hier hinter verstecken. Und wenn man wirklich mal dran müsste, nimmt man kurz die Front ab, kann kurz hier zack, zack seine Sachen erledigen, macht die Front wieder drauf, weil abgenommen ist sie wirklich sehr schnell. Man braucht nicht von innen irgendwas drücken, das finde ich auch sehr schön, sondern einfach mit ein bisschen Druck ziehen, nachher wieder draufsetzen. Und dann ist das Ganze fertig. Finde ich sehr gut, die Lösung. Dann gucken wir mal die Staubfilter. Die haben einen sehr dicken Magneten. Darum halten die auch wahrscheinlich so gut. Hier war jetzt das Kabel dazwischen. So, jetzt hält das auch wahrscheinlich hier noch ein bisschen. Ah, jetzt hält es auch richtig toll, ja. Also wirklich sehr schön. Die Magnete halten sehr gut. Die sind wirklich sehr dick. Staubfilter gefallen mir auch gut. Kann man auch abnehmen, mal sauber machen, abwaschen. Fertig. Und hier hinter sitzt dann die 80 mm. Wir können also hier jetzt dreimal 80 mm Lüfter verbauen, wenn wir das möchten. Muss nicht sein. So, aber das Schöne ist ja, dafür ist die Blende dabei. Da sind dann passende Schrauben dabei und dann kann man ganz einfach hingehen und hier die Blende wird hier vorgeschraubt. So. Dann passt auch immer noch das Laufwerk. Und wir können jetzt hier vier Lüfter einfach hier vorne draufsetzen. Sie werden hier vorne, von vorne. Weil der Platz hier, ihr seht selber, wir haben hier wirklich mehr wie 2,5 mm. Das heißt, dann kommen hier die Lüfter drauf. Die Staubfilter bleiben drauf.
Die Staubfilter bleiben dann praktisch drauf. Ich zeige euch das nochmal. Das Gehäuse finde ich echt supi, echt toll. Ich habe es gesehen und mich wieder verliebt, wie das ja bei mir so ist. So kommt es dann praktisch drauf. Dann sitzen die Staubfilter hinter den Lüftern. Ist aber ja nicht schlimm, Hauptsache es kommt nicht ins Gehäuse rein. Ja, aber die Luft geht ja durch diese Filter durch. Muss man gucken, wie da ihre Geräuschentwicklung ist. Aber die Möglichkeit besteht eben, dass man hier vorne dann mit diesem Bracket 420er Lüfter verbauen kann. Muss man nicht. Ja, man kann auch ganz einfach hier 220er. Ich muss mal gerade was schauen. Entweder 220er oder 240er. Wem das reicht, der kann die hier reinsetzen. Ganz einfach Staubfilter davor machen. Fertig. Der hat hier vorne 240er. Der kann auch hier vielleicht ein oder zwei 80er Lüfter reinmachen, wenn er will. Muss man aber ja nicht, weil Kühlung hier für Festplatten. Wer da jetzt noch natürlich einige HDDs einbauen sollte, könnte man für die HDDs nutzen, da noch ein bisschen Kühlung zu kriegen. Ja, also von der Front her sieht das Ganze wirklich sehr schön aus. Wie gesagt, man sieht hier, wenn man die Teile wechselt, das kann man hier rausnehmen und hier einsetzen. Hier sind die Vorrichtungen, die man dann hier einfach mit dem Tesa, hier ist so ein Klebestreifen drauf, abnimmt. Und dann kann man das ganze Panel von hier rüber setzen. Dann hat man auch hier direkt den Ein- und Ausschalter. Den muss man nicht hier rüber setzen, der kann dann hier bleiben. Den muss man nicht versetzen. Ja. Also gute Sache, finde ich. Sehr schön. Ja. Kommen wir mal zur Front hier oben am Deckel. Da haben wir hier oben auch einen wunderschönen großen Staubfilter. Ja, auch hier wieder diese dicken Magnete. Sehr schön. Und dann sehen wir hier natürlich jede Menge Platz für Lüfter oder auch Radiatoren. Ja, wir haben hier Langlöcher, also ein 360er kann ich direkt schon mal sagen, wird in das Gehäuse nicht reinpassen. Also maximal haben wir hier für ein 280er, 240er, 120er, 140er und so weiter haben wir hier Platz für Radiatoren oder Lüfter. Ja, aber sehr schön auch hier mit dem Staubfilter. Kann man das Ganze so ein bisschen abdecken und dann ist das Ganze hier auch wieder schön sauber. Das Gehäuse macht auf Videos einen sehr großen Eindruck. Ich weiß nicht, hoffentlich kommt es bei mir nicht so rüber. Es ist wirklich sehr kompakt in den Abmaßen. Ich hatte auch Angst, dass es unheimlich sehr, sehr breit ist. Ist es nicht. Also ich wundere mich gerade wirklich. Die Abmaße sind absolut schön. Also wirklich, es ist ein sehr schönes Gehäuse. Ein sehr schönes Cube, muss man dazu sagen, weil es auch nicht so hoch ist. Und es gefällt mir wirklich ja, einfach sehr gut, muss ich dazu sagen. Die Abmaße, ja, man sagt zwar 29, irgendwie knappe 40 und 40, 1, 41. Ich hole gleich mal schnell einen Zollstock oder ich hole ihn jetzt und dann können wir mal kurz gucken. So, ich habe mal einen Zollstock oder ein Maßband geholt und dann schauen wir mal hier die Abmaße. Also mit Glasfront sind wir bei 30 mm Breite. Wir sind in der Höhe 40,5 und in der Breite haben wir, wenn ich den Deckel dazu rechnen würde, 39. Also von den Abmaßen her, wie gesagt, wirklich sehr schön angenehm, weil ich habe mir ja auch vorher einige Videos mal angeschaut und da fand ich es doch sehr massiv und klobig, aber es hat mir irgendwie doch, hat es mich angetan. Aber wir messen mal hier. Vom Mainboard Tray bis zum Deckel haben wir 6,5, also 65 mm. Da können wir ganz locker eine Wasserkühlung einbauen und Push-Pull müsste dann hier auch absolut kein Problem sein. Schauen wir uns aber jetzt gleich innen drin an. Also wie gesagt, die Abmaße sehr gut. Vom Stahl her finde ich auch sehr gut verarbeitet. Die Füße auch sehr groß, sehr annehmbar. Auch genug Luft hier drunter, wenn man wirklich hier unten einen Lüfter installieren sollte. Also gefällt mir richtig gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Schrauben hier so gelöst kriegen. Und das Glas ist sehr dunkel.
Also da muss man keine Angst haben, dass da jetzt jeder reinschauen kann. Wenn einer sagt, ja, mit LEDs und so, das muss ich nicht unbedingt, braucht man auch nicht. Die ging was schwer raus da. Die geht schon was leichter raus. Aber man muss ja hier jetzt nicht unbedingt LEDs reinmachen. Es bietet sich an, auf jeden Fall. Sonst brauche ich ja auch wahrscheinlich auch keine Glasscheibe. Aber da kann man natürlich schöne Spielereien machen. Da lassen wir uns mal überraschen. Ich habe ja schon die neuen LEDs vorgestellt. Und hier könnt ihr nochmal sehen, also so eine massive Scheibe, die habe ich bisher noch nicht in der Hand gehalten. Also die ist wirklich sehr dick, also die ist richtig massiv. Also gute 4 mm ist also die Glasscheibe dick. So, haben wir hier. Bisschen schmutzig. So, gut, dann sehen wir hier schon mal in den ersten Kammer. Da sehen wir hier hinten den vorinstallierten Lüfter. Es ist ein 3-Pin-Lüfter. Ja, der wird aber ja bei mir keinen Platz finden, weil da werden ja, wie ihr mich kennt, wieder Be Quiet Lüfter eingesetzt. So, dann schauen wir mal hier rüber. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ich muss jetzt den Teller mal wegnehmen. Also mit dem Teller, das ist zwar schön, wenn man das mal so drehen kann, aber das geht jetzt so. Jetzt kann man nämlich hier mal reingucken. Und ihr seht hier oben wirklich, es ist wirklich gedacht für ein Laufwerk. Wenn ich natürlich hier ein Laufwerk reinschiebe, dann habe ich natürlich jetzt nicht mehr Platz für einen 240er oder 280er Radiator. Also dann fällt der Radiator hier oben schon mal flach. Dann muss er hier an die Seite kommen. Und ob hier Push-Pull dann noch passt, bin ich auch am Zweifeln. Wegen meinem Mainboard-Tray geht bis hier. Könnte passen, kann aber auch nur einfach passen. Es sei denn, wir setzen die Lüfter von außen. Aber da muss man mal schauen, wie man das Ganze dann fest bekommt durch den Gitter. Oder man setzt das Gitter, das Bracket auf, setzt zwei Lüfter drauf, macht dann hier den Radiator und hier nochmal zwei Lüfter. Auch machbar. Also alles, schauen wir uns alles an und gucken wir mal, wie das Ganze vonstatten geht. Dann sehe ich hier hinten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Entkopplungsgummis, wo wahrscheinlich entweder 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Festplatten hinkommen können. Wie gesagt, hier unten waren ja auch schon 4 Stück. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, die sind für 3,5 Zoll und die hier sind für 2,5 Zoll. So könnte ich mir das gut vorstellen. Schauen wir gleich mal. Ich hole gleich mal eine Festplatte, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben also hier oben die Halter, die sind schon drin. Für ATX, wir haben Mini-ATX, wir haben MATX, ja. Wir haben bei den Durchführungen Gummis. Auch nicht verkehrt. Hier haben wir nochmal Durchführungen ohne Gummis. Ja, wahrscheinlich, wenn wir hier die Lüfter ja vorsetzen, sieht man sowieso nicht. Was ich hier toll finde, die Kammern sind nicht zu, sondern hier kann man wirklich durchgreifen. Und hier kommt dann die Luft oder auch die Zirkulation findet dann praktisch auch hier hinten in der nächsten Kammer statt. Dann haben wir hier, sehe ich gerade, nochmal Halter für ein Laufwerk. Oder soll das für einen Radiator sein, den man da reinlegt? Den man da reinlegen kann? Wir schauen mal gleich, ob wir irgendwo mal eine Bedienungsanleitung finden. Vielleicht haben wir da sogar noch mal eine Möglichkeit. Ich lege den auch mal auf Seite hier, den Magnetfilter. Da könnt ihr sehen, jetzt ist noch mehr Licht hier drin. Hier sind noch mal so zwei Halter, die gegenüber genauso sind. Die sind auch verschraubt, die kann man hier losschrauben. Wahrscheinlich kann man hier wirklich muss man mal schauen. Ja, so, dann schauen wir uns mal die andere Kammer an.
Wie gesagt, hier sehen wir dann schon das ganze Kabelwirrwarr. Das machen wir natürlich mal erstmal ab hier. Das ist ja nur immer provisorisch. Das verlegen wir dann anständig, wenn das System eingebaut wird. Na, jetzt will er hier nicht raus. Von der anderen Seite. So, jetzt aber. Ja, die kann man nämlich so legen, wie es für jeden passt. Der eine mag so gelegt, der eine so gelegt. So. Dann haben wir hier die ganzen Frontanschlüsse. Da gucken wir auch mal drüber. Da sehen wir schon, der USB ist mit blau gehalten, aber da gibt es immer noch viele. Und es gibt auch welche, die es nicht mehr mit blau machen. Die es dann in schwarz halten. Ja, aber hier ist er noch in blau. Gut, dann haben wir hier USB. Auch hier noch ein paar bunte Kabel. Kann man aber mit Schrumpfschlauch ein bisschen drüber setzen. Mache ich meistens immer. Und hier der Audioanschluss auch. Da kann man nochmal mit Schrumpfschlauch drüber gehen. Und dann ist das auch weg, diese bunten Kabel, wer das nicht mag. Dann haben wir hier den Reset-Switch und den HDD-LED, also doch mit LED. Dann haben wir hier einen Molex-Stecker, der wird für die Lüftersteuerung sein. Hier sitzt die Lüftersteuerung, sehe ich gerade. Und hier haben wir dann noch Power und Power-LED. Also auch der Power-Knopf hat eine LED. Finde ich sehr schön, hört sich gut an. Und hier haben wir eine sogenannte Lüftersteuerung. Ja, das heißt ein Kabel Zufuhr und 1, 2, 3, 4, 5 Lüfter, die wir noch anschließen können. Zwar nur 3 Pin, reicht aber vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe 3 Pin Lüfter und möchte die gerne anschließen. Ja, das Ganze ist mit 2 Schrauben gehalten, kann man aber auch notfalls dann komplett entfernen, wer das nicht möchte. Ja. So, das ist also das. Ich könnte mir jetzt vorstellen, hier meine LED-Lüfter dran zu machen. Das sind zwar 4 Pin eigentlich, aber sie lassen sich sowieso nicht weiter runterregeln wie 800 Umdrehungen. Mir ist das manchmal noch ein bisschen zu lang, laut von den Corsair-Lüftern, LED-Lüftern. Aber ich bin am Überlegen, ob ich die nicht verkaufe und mir dafür Ringlüfter nehme, weil die bei dem Gehäuse richtig gut aussehen. Ja, und vielleicht sogar die neuen RGB-Ringlüfter, muss ich mal schauen, oder ob ich es erstmal nur mit den LED-Streifen mache. Das schauen wir einfach mal. Dann haben wir hier einen großen Kasten hängen. Ja, da schauen wir mal rein. Da hängt nämlich ein Karton drin und da ist bestimmt auch was. Hier ist eine Rändelschraube. Die nehmen wir mal raus. Und dann gucken wir mal. Oh. Ja, schau dir das an hier. Da kannst du das einfach nur wegkippen. Zack. Dann ziehst du die HDD raus. Dann erneuerst du die. Oh, und was ich ja richtig toll finde, schaut mal hier die Clips. Nichts mit Plastik. Weil ich hatte das letzte Gehäuse von Thermatec, das X71, da waren das Kunststoff, die waren mir abgebrochen jedes Mal hier. Na, dann habe ich zwar hier ein Loch reingebohrt, habe dann normale Schrauben reingesetzt, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, aber hier aus Metall, die brechen nicht ab. Ja, das Ganze kann man wahrscheinlich, so wie es aussieht, ach guck mal hier, wie geil das gemacht ist. Zack, ziehst du auseinander, hier unten den Hebel gedrückt, auseinandergezogen, zusammengeschoben, der rastet hier ein und dann ist fest. Ja, das ist ja mal... Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist eine tolle. Nichts umbiegen oder aufklappen. Zuschieben, aufeinander, auseinanderziehen. Hier, zack, gedrückt. Ja, ich kann es nicht oft genug machen. Geil. Richtig schön. Ja, also das gefällt mir richtig gut. Davon haben wir dann 2 Stück. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Kartönchen. Also, da müssen wir hier nur aufmachen. Gerade noch gezeigt. Zack, zuschieben, Festplatte reinschieben. Ja, kann man das Ganze auch lösen.
Ja, das Ganze ist mit 4 Schrauben fest. Wer das nicht braucht, kann natürlich jetzt auch sagen, gut, den Kasten hier, den mache ich komplett raus. Wir haben Durchführungen, einmal hier, wird natürlich knapp, aber hier auch für den 8-Pin-Stecker haben wir hier auch eine Durchführung. Hier für die Lüfteranschlüsse, CPU und so weiter. Und hier oben haben wir auch nochmal für Lüfteranschlüsse ans Board auch nochmal eine Durchführung. Also Durchführungen sind auch reichlich da. Wir haben sogar hier unten ein großes Fenster. Ich glaube, das wird sein, wer jetzt hier ein Mini-ITX oder ein MATX-Board verbaut, der hat hier natürlich richtig Platz. Ich glaube, der könnte hier sogar noch einen Lüfter draufsetzen. Wäre hier Platz für Schrauben? Nee, normal nicht. Nee, warum das Riesenfenster jetzt da unten auch noch ist? Vielleicht nochmal zusätzlich. Ach so, klar. Das ist das fürs Netzteil. Da kann man das Netzteil so rumsetzen, dass er von hier Luft zieht. Nochmal. Ja, weil das Netzteil kommt ja hier zum Stehen, zieht von hier Luft, von hier oben oder von hier von vorne soll Luft kommen, weil hier ist ja die Glasscheibe, hier ist kein Gitter oder Öffnungen fürs Netzteil. Der zieht die Luft hier an der Seite runter, weil das sitzt ein bisschen mehr nach hinten, das Netzteil, dass er hier vorbei Luft ziehen kann. Sollte man jetzt hier ein kleineres Board verbauen, kann man das Netzteil auch drehen, dass er von hier die Luft saugt. Und wer jetzt ein Netzteil natürlich hat, von Thermatec, mit den Ringlüftern und setzt hier ein schönes ITX-Board rein oder ein MATX-Board rein. Ja, ein ITX müsste es schon sein. Und der kann dann hier noch seinen Lüfter von seinem Netzteil betrachten. Ja, wer das möchte. Ja, also alles so kleine versteckte Sachen hier in dem Gehäuse. Also ich finde es bis jetzt richtig spannend. Ja, jetzt schauen wir noch mal hier in den Karton rein. So, machen wir den auch mal auf. Papierchen weg. Ja, da sind ja noch einige Beutel drin. Ja, und schau mal hier. Hier ist noch ein Blättchen. So, Karton leer. Weg damit. Und dann schauen wir mal. Ist die eine DIN A4-Seite haben wir. Dann gucken wir mal hier. Was erwartet uns denn hier? Hier haben wir PCIe, ja, Grafikkarte, wie man die einsetzt, ist klar. Die zwei HDD-Schächte. Hier unten, da haben wir es, da ist das Bild. Das ist also für 3,5 Zoll in der Front, wie bei Corsair. Die bieten ja da sogar zwei Plätze an, bei dem 540er, glaube ich. So, und hier sehen wir, hier können nochmal an der Seite zwei SSDs, also 2,25 Zoll. Hier, die kommen hier hin. Einmal, zweimal. Die sitzen natürlich genau vor den Durchführungen. Und dafür wahrscheinlich hier hinten die durchführen. Dann kann man es hier hinten durchführen. Ist aber eigentlich auch schlecht gemacht, finde ich. Gut, man kann natürlich auch hier 2,5 Zoll Festplatten reinbauen. Also wer keine 3,5 oder wer sagt, ich habe eine SSD und eine 3,5, der baut hier die SSD, eine 3,5 Zoll und ist schon fertig. Man kann aber auch hier unten einfach eine SSD noch reinlegen, wer das machen möchte, und hat dann noch zweimal für 3,5 Zoll Platz. Also das passt hier unten auch noch hin. So. Aber so soll es dann praktisch aussehen. Man schreibt hier entweder HDD oder SSD. Und hier haben wir nochmal die HDD und hier auch nochmal zweimal SSD. Ja, das wären dann insgesamt dreimal 3,5 und einmal zweimal 2,5. Oder wir nehmen 1, 2, 3, 4 mal 2,5. Also da und einmal 3,5. Also da haben wir wirklich genügend Platz. Dann sehen wir hier eine Abbildung für Radiatoren. Ich werde das Bild auch wieder mal einscannen. Ich zeige euch das zum Schluss. Da könnt ihr in Ruhe dann am Schluss nochmal auf das Blatt drauf gucken, was alles möglich ist. Also Fans. In der oberen Front können wir 4 120er verbauen. Oder 2 140er und 2 120er. Radiatoren können wir einen 280er oder 2x240er. Das heißt, wir können hier oben im Deckel 2x240er Radiator einbauen. Nicht schlecht. So.
Dann haben wir das Panel klar, mit den Glasscheiben ist auch soweit klar. Wie die Scheiben runtergehen, wie das Frontpanel abgezogen wird, ist auch soweit klar. Das Netzteil, wie gesagt, entweder so rum oder so rum. Und mein Board, wie das reinkommt, das wissen wir auch eigentlich alle. Gut, dann haben wir das auch. Dann schauen wir noch mal kurz in den Beutel rein hier, was wir hier so drin haben. Also als erstes fällt uns auf, jede Menge Kabelbinder. Finde ich schon mal gut, finde ich das, ja, finde ich gut. Hat man nie genug Kabelbinder. Ja, sind auch sehr dünn, sind sehr schön, ja. So, dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5 mal Mainboardhalter. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sollen die noch hin? Schauen wir uns gleich mal an, ob da noch irgendwo vielleicht wirklich. Oder eben, wer MATX machen möchte oder ITX, Mini-ITX, dann kann man die zusätzlich, da muss man die anderen nicht rausdrehen, da kann man die vielleicht zusätzlich reindrehen. Dann haben wir hier für 3,5 HDDs. Ah, für die eine, die hier vorne reinkommt, damit es von unten verschraubt, werden die halten von alleine, die zwei. Für die eine hier nochmal. Dann haben wir hier, oh, entweder für 2,5 HDDs oder für CD-ROM-Laufwerk. Das wäre ja dann hier oben. Kann man die dafür auch nehmen? Ja, sieht so aus. Steht auf jeden Fall drauf. So, dann haben wir hier nochmal 2,5 HDDs oder 2 CD-ROM. Kann man auch hier nochmal nehmen. Hier haben wir nochmal, also Netzteil. Sogar 5 Stück, nicht 4 Stück, wie bei meisten, haben wir 5 mal fürs Netzteil anzuschrauben. Und hier haben wir die Motherboard-Schrauben. Auch ein sehr schönes Gewinde. Sind sehr schön, sehen sehr gut aus. Also alles, was das Herz begehrt, ist schon dabei. So, jetzt haben wir soweit alles gesehen. Wie gesagt, also, wir haben hier viele Möglichkeiten. Ich setze das auch gleich nochmal alles hinten dran mit den Sachen. Wie gesagt, wir können also in der Deckel zweimal 240er Radiatoren einbauen. Da schauen wir noch mal von innen das Maß bis zum Mainboard. Also das sind sogar gute 7 cm. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr seht ihr da. Also wir haben da gute 7 cm, da das aber ziemlich weit nach hinten steht und wir den Radiator hier vorne setzen, der 120er oder der 240er, können wir ohne weiteres auch bei längeren RAM, glaube ich, Push-Pull machen. Wie gesagt, und in der Front hier passt auch gut ein 280er oder ein 240er rein. Also insgesamt könnten wir verbauen, wenn wir das wollten, 1, 2, 3 und wenn wir hier hinten noch einen reinsetzen und 120er, dann könnten wir 4 Radiatoren hier reinsetzen. Man könnte sogar hier unten noch einen 5. reinsetzen, wenn man das wollte. Gut, aber ob hier unten ein Lüfter reinkommt, bei mir weiß ich nicht. Also von unten nochmal Luft. Wäre natürlich gut zur Grafikkarte, weil die Grafikkarte ja gut hier hängt und von unten nochmal schön für die Grafikkarte hier Luft kommt. Wer jetzt keine Wasserkühlung hat, so wie ich, der die Grafikkarte nicht unter Wasser setzen möchte, noch nicht, da ist das natürlich eine gute Lösung. Warum nicht? Setzen wir hier noch einen schönen Be Quiet Lüfter rein, der von unten schön frisch Luft auch nochmal an die Grafikkarte bringt. Ja, wie gesagt, das ist das Anides. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist immer so eine Sache mit dem Namen. Anides Crystal Cube Gehäuse gewesen. Ja, und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich finde es richtig schön. Wir haben komplett alles in Glas. Die Abmaße sind sehr überschaubar, sehr schön. Wir haben viele Möglichkeiten, sei es Lüfter, die wir installieren können. Hier vorne 380er, hier hinten 80er sind 480 mm Lüfter. Wir können hier oben 420er oder 240er und 220er. Wir können in der Front 420er oder 220er oder 240er montieren. Also wir haben hier unten nochmal einen 120er mm Lüfter.
Wir haben in dem Rear auch nochmal einen 120er Lüfter. Also hier können wir uns austoben vom Material her. Unheimlich stabil, massiv. Platz für LED-Strips hier hinter zu setzen. Ja, ich werde die wohl wahrscheinlich einmal hier hinten und einmal hier hinter setzen. Dann schaue ich mir das an. Notfalls kommt hier noch einer und hier oben auch noch einer. Bestelle ich mir nochmal zwei nach, dass ich alles komplett schön beleuchtet habe. Muss ich aber schauen, wenn sie drin sind, wie es durch das Glas schimmert. Wie gesagt, das Glas ist sehr dunkel, ist aber auch sehr massiv und sehr stabil. Also ich muss sagen, es gibt ja Leute, die vergeben immer so Preise. Ich vergib meinen besten Preis und das ist hier mein Daumen nach oben. Absolut toll. Super verarbeitet, massives Material, wirklich stabil, da biegst du gar nichts. Die Staubfilter, die Magnete, super dick, super stabil, super halten die, kann man nicht anders sagen. Die Möglichkeiten, die wir hier haben, mit Durchführungen, mit den HDDs hier, mit dem abknickbaren Schacht, hier unten nochmal Möglichkeiten, hier oben, wir könnten, wenn wir wollten, ein Laufwerk verbauen, was versteckt ist. Wenn man mal wirklich noch eine CD brauchen sollte, kann man das hier einbauen. Also wir haben hier wirklich tolle, tolle Möglichkeiten. Ich glaube, für jeden was dabei. Und Preis bei 139 oder waren es 129, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist es wert. Also das ist es wert, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst euch überraschen. Wie gesagt, mein neues System, das war das erste Teil davon. Und zwar von meinem Ryzen-System. Hier kommt mein neues Ryzen-System rein. Andere Teile werde ich vorstellen. Ich werde euch auch demnächst ein komplettes Video zeigen, was alles verbaut wird. Mache ich mal so eine komplette Aufstellung mal wieder. Aber das Gehäuse ist jetzt als erstes gekommen. Und ihr wisst ja, wie es ist. Ich habe dann auch keine Ruhe. Ich will euch das zeigen, mitteilen, ein Video machen, damit ihr da Teil dran haben könnt an so einem schönen Gehäuse. Und wie gesagt, das neue System, der Einbau, die Vorstellung, die Videos kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr die nächsten Videos auch nicht. Und ja, ich kann nur noch sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und tschüss zusammen.